So, da wären wir wieder. Mal wieder, muss ich schon sagen. Sie sind schon drei, vier Mal an dieser Stelle gestorben. Aber es scheint ja auch der Endkampf zu sein. Und da gehört sich sowas. Also. Feuerball. Feuerball. Feuerschild. Magieschild und schlafen. So, also letzter Versuch war ziemlich übel. Da waren gleich zwei Dämonen auf einem Haufen und Lord Chaos war direkt um die Ecke. Und er ist der Killer schlechthin. Also, sobald er in der Nähe ist, können wir es eigentlich knicken, einen Dämon umzubringen, denn er one-hittet uns. Das heißt, wir machen jetzt den hier und den, ups, den hier. Und laufen erstmal ganz schnell weg. Was zur Hölle? Ah, da ist noch einer. Einfrieren. So, du stirbst jetzt bitte. Du stehst falsch. Du stehst immer noch falsch. Und da kommt Lord Chaos. Weiß nicht, ob die sich regenerieren. Oh. Was ist denn da? Da ist schon mal ein Dämon. Das heißt, wir frieren jetzt den ein und versuchen uns da dann schnell durchzubrennen. Komm, 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 komm. Einfrieren. Tür zu. Stirb, 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 schnell. Boah, die sind zäh. So, was haben wir hier? Flamid und ein Helion. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ein Amulett, das man auf der untersten Ebene oder zweituntersten Ebene findet, besser ist als das Kreuz. Aber sehen tue ich keinen Unterschied. 9374637. 9374633. 93746. 93746. Ne, keine Stat-Veränderung. Und was machst du? Feuerball. Das ist doch mal praktisch. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass Dämonen keine Türen öffnen können. Und ich scheine recht zu haben. Sehr gut. Das speichern wir doch gleich mal ab, diese Leistung, eine Tür geöffnet zu haben. Okay, eine Tür geöffnet zu haben und einen Dämon getötet zu haben. Und schlafen einfach dreisterweise direkt neben dem Endboss und einer Horde Dämonen. Wie sich das für Abenteurer gehört. So, NE. N das und Magieschild und schlafen. Guti, jetzt können wir gleich den Dämon hier reinlocken, hinter ihm die Tür zu machen, ihn umbringen, Tür wieder öffnen, gucken, wo der nächste Dämon ist und so weiter. Also, komm rein. Schild. So, und. Und ich sollte eigentlich. Warum kann ich nicht. Ah! Lauf, 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 lauf. Okay, Lord Chaos kann sich in den Raum rein teleportieren, rum teleportieren und überhaupt machen, was er will, anscheinend. Was sehr irritierend ist. Einfrieren. Ja, definitiv irritierend. Komm, bring uns um. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Komm. So, aber wenn Lord Chaos hier reinkommt, warum hat er uns nicht im Schlaf gestört? Das ist schon komisch. Na gut, wir probieren das einfach jetzt nochmal. Und das Feuer und Magieschild spare ich mir, denn wir sind eh ein One-Hit-Wonder. Also. So. Kein Lord Chaos mit uns im Raum. So. Komm rein, komm rein. Komm ganz rein. So, ich hoffe jetzt mal, das hält ihn draußen. Wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt. So, tot. Und der kann sich anscheinend nicht hier rein teleportieren. Also jedenfalls nicht, wenn die Türen zu sind.
Oder macht die Tür einfach auf. Okay. Oh, da fällt mir ein, das ist hier ein super Raum, um mir einzusperren, oder? Sprechen wir einfach mal mitten im Kampf hier ab. 75, so. Jetzt komm her, du Scheißkerl. So. Nee, 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 du sollst schön da. So, wir haben ihn eingesperrt. Und Invoke. Nee, nicht Invoke. Das andere. Fuse. Ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Tada, Jesus. Danke, meine Freunde. Ihr habt das Chaos verbannt und den falschen Pfad des kompromisslosen Order ausgeschlagen. Nur durch das Lernen der Wahrheit und das Suchen des Pfads der Mitte hast du die wahre Natur des Feuerstabs erraten können. Durch deine tapferen Taten wurde ich wieder vereint und Harmonie ist wiederhergestellt zu der Welt. Eure Namen werden niedergeschrieben in der großen Halle und erinnert von den zukünftigen Generationen, die du möglich gemacht hast. Huha, ja doch. Completed in 13 Stunden, 52 Minuten, 22 Sekunden. 70 Kilometer haben wir hinter uns gelassen und nur 4 von 10 Secrets gefunden. Score. Wir sind Zed. Duke of Benville. Was auch immer das alles bedeutet. Hä? Das sind jetzt unsere Helden. Oh, ich habe keine Ahnung, was das mit Erde, Luft, Feuer und Wasser zu tun hat. Und die haben alle einen Minus-Score. Ja, gut. 2700 Lebenspunkte rausgehalten. Wir haben nur 2 von 6 Dämonen getötet. Nur 4 von 7 Rittern. Aber ganz coole Statistiken am Ende. Also für so ein uraltes Spiel haben sie sich richtig Mühe gegeben. Ja, die kleinen Mönche haben wir alle ausgerottet, wie sich das gehört. Ruster. Ja, das sind dann wohl die Rostmonster gewesen, vor denen ich so Panik hatte. Was gibt's noch? Ah, dieser Sumpfschleim. Da dachte ich zuerst, dass er die Rüstung kaputt macht, aber es war wohl doch der andere. Würmer, Riesenwespen, Geister, Gegler. Ja, Kicherer. Stimmt, die haben auch immer gekichert, wenn sie was geklaut haben. Pilze haben eine Menge umgebracht, Mumien. Ah, es gab schon eine ganz schöne Auswahl an Monstern. Ah, das waren die Schlangen, die immer aufgetaucht sind bei dem Grubenrätsel. Die waren richtig nervig. Aber nicht so nervig wie die fliegenden Augen. Die Flammen hätten wir auch noch umbringen können. Ja, Und die Materializer, die waren nervig, da. Immer im richtigen Moment zuschlagen und sonst fast instant tot. Oh. Wir hätten Lord Chaos. Killt 0 von 0. Ja, den kann man ja auch nicht umbringen. Komisch. Wir haben Plasma 136 Mal gesprochen. Okay. Ha, vielleicht kriegt man mehr Punkte, je weniger Zaubersprüche man einsetzt, zum Beispiel. Feuerschild nur 18 Mal. Ach, komisch. Dispel 82 Mal, ja, gegen die fliegenden Laternen, gegen die Geister, gegen die Feuer auf dem Boden. Gab ja recht viele Gegner, die das brauchten. Tür öffnen haben wir 84 Mal gesprochen, das hat nie irgendwas gebracht. Das war im Originalspiel, glaube ich, anders. Aber na gut. Feuerball 407 Mal, so ordentlich. Monsterschild. Oh, das war wohl Nahkampfschaden und kein Magieschild. Ups. Jetzt werden alle Angriffe aufgezählt. Das ist ja übel. Aber wie gesagt, für so ein altes Spiel haben die sich richtig Mühe gegeben für die Statistiken am Ende. Also klar, irgendwas, wo man sich durchklicken könnte, wäre wesentlich angenehmer gewesen, so als Übersicht. Aber gut.
Na gut, während das jetzt weiter durchrollt, kann ich ja schon mal resümieren. Also erstmal bin ich ziemlich verwundert, dass das Spiel doch so schnell durchging, also jetzt zum Ende hin. Ich hätte echt gedacht, wir brauchen noch den roten Schlüssel für die Tür ganz unten. Wir haben noch bei den Kreuzschlüsseln, wo die drei Türen waren, haben wir eine nicht aufgemacht. Bei den zwei Türen, wo hinter das Zoom war, haben wir eine Tür nicht aufgemacht. Es waren recht viele Gebiete, die wir noch nicht besucht haben. Also ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass wir viel mehr Sachen machen müssen, bevor wir das Spiel überhaupt beenden können. Aber es wurde ja auch angedeutet, eben gerade beim Abspannen, dass es mehrere Wege gibt, das Spiel zu beenden. Also jetzt haben wir ja den richtigen Weg gewählt, indem wir Chaos und Order wieder verschmolzen haben. Vielleicht hätte man sich auch Chaos oder Order anschließen können. Da ist halt die Frage nur, wie, denn Chaos ist gleich auf uns losgegangen und Order hat uns den Stab abgenommen und umgebracht, als wir wieder ganz zum Eingang gelaufen sind in der Einfolge. Also ja, falls ihr da eine Ahnung habt, wie man die anderen freischalten könnte, dann deutet doch mal an, wie ungefähr. Vielleicht mache ich dir nochmal ein Special dazu. Jetzt nochmal eine kleine abschließende Zusammenfassung, wie mir das Spiel gefallen hat. Also ich habe es als Kind halt schon tierisch gerne gespielt. Und auch jetzt als Let's Play, es ist zwar teilweise als Zuschauer, denke ich mal, ein bisschen eintönig, weil man wohl nicht so gut verfolgen kann, was auf dem Bildschirm passiert. Aber mir als Spieler hat es tierisch Spaß gemacht. Vor allem auch im Kopf, dann so die Karten zusammen sich zu legen und sich zu erinnern, wo war was und wo braucht man was. Und das Ressourcenmanagement, also vor allem das Essen, wo wir jetzt extra wieder hochlaufen mussten, das Trinken auch, das hat eine super Atmosphäre aufgebaut. Also da können neue Spiele teilweise echt nicht mithalten. Ich bin sogar fast so weit versucht zu sagen, dass ich das jetzt lieber gespielt habe als Legend of Grimrock. Denn Grimrock war ein Ticken zu einfach, vor allem mit der Karte. Okay, die Karte hätte ich ausschalten können durch den Oldschool-Modus, aber selbst dann wären die Dungeons noch sehr linear gewesen. Im Gegensatz hierzu, wo man sich echt überall verlaufen konnte. Und wo man auch sehr oft wieder ganz zurückgehen musste, also über mehrere Level sind denn Rätsel versteckt. Also du findest aus dem einen Level einen Schlüssel, den brauchst du in drei Level weiter unten, dann findest du Vergrößerungsglas und so weiter. Das ist alles viel verschachtelter und viel schwieriger. Also ja, das Spiel hat mir irre gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall auch das Add-on demnächst spielen und den zweiten Teil. Und wie gesagt, eventuell noch die alternativen Enden, wenn ich dann herausfinde, wie die funktionieren. Die haben sogar Statistiken, wie viel Fallschaden man von den Gruben bekommen hat. Und wir wurden viermal von einer Tür getroffen. Ja. 174 Mal geschlafen. Game Saves 86 Mal. Ja, das ist ganz schön viel. Und 413 Mal gegen der Mauer gerannt. Ja, Statistiken, die die Welt nicht braucht. So, kommt jetzt noch irgendwas Wichtiges? Wir haben 764 Schaden von Wänden erhalten. Oh, das wiederholt sich jetzt nur. Okay, ich klicke einfach mal linke Maustaste und gucke, was passiert. Okay, die große Halle der Champions. Dungeon Master, Return to Chaos. Glückwünsche. Sie wurden honoriert mit einem Platz in der großen Halle der Champions. Um die Kunde von eurem Erfolg zu verbreiten zu der Welt und mit anderen Champions zu vergleichen, die dieses Spiel vollenden werden, bitte sende eine E-Mail an folgende irgendwas, E-Mail-Adresse. Nee, Webseite sogar. Okay. Also ähnlich wie bei Envelope Dawn, wo man das dann zu dem Producer hinschicken konnte, für so eine Art Bestenliste, gibt es das hier wohl auch. Na gut, klicken wir nochmal weiter. Elijah ist Platz 495, Gosmog ist 206 gewesen. Na gut, nicht besonders hoch anscheinend. Aber wir haben halt auch nicht alles gemacht. So, diesmal das wirkliche Ende und man kann nicht neu laden. Schön, schön. Also ja, ich hoffe, ihr habt das Spiel genauso genossen wie ich und ihr schaut bei meinem nächsten Projekt auch rein. Ich weiß noch nicht, was es werden wird, aber das könnt ihr in den News dann nachlesen. Also dann, bye bye.